Mercedes-Benz zeigt hier auf dem Genfer Autosalon ein ganzes Feuerwerk an Premieren und Weltpremieren. Viele neue Autos und viele neue Antriebe. Wir haben uns ein paar Highlights rausgesucht. Die neue G-Klasse von Mercedes hat in Detroit Weltpremiere gefeiert und wird jetzt hier das erste Mal in Europa vorgestellt auf dem Genfer Autosalon. Aber hier feiert auch die neue G-Klasse, und zwar das Topmodell, Weltpremiere. Und neben mir steht Gunnar Götenke. Jetzt ist meine Frage erstmal, was ist bei der G-Klasse grundsätzlich passiert? Und dann natürlich die nächste Frage, was macht denn so das AMG-Modell aus? Gut, wir haben die G-Klasse jetzt komplett überarbeitet. Wir haben, können uns gerne nachher noch angucken, drei Teile im Wesentlichen gleichgelassen. Der Rest des Fahrzeugs wurde auf den Prüfstein gestellt, um einfach dem Kunden das Äußere zu geben, was er liebt, im Sinne des Komforts, vor allem im Interieur, deutlich nachzulegen und das Auto noch weiter aufzuwerten und in den Offroad-Eigenschaften natürlich nicht nachzulassen, sondern auch noch ein bisschen nachzulegen. Gut, wenn wir uns den AMG G63 ansehen, haben wir hier natürlich das neueste Aggregat eingebaut. Er hat im Fahrwerk, vor allem in der Onroad-Performance, nochmal deutlich gewonnen. Und gleich hier vorne, man erkennt es auch von außen, am Panamericana-Grill. Was sind denn jetzt so die, wenn wir uns das außen anschauen, die neuen Dinge? Oder woran erkennen wir, dass es die neue G-Klasse ist? Gut, von vorne am Grill jetzt beim AMG, aber natürlich auch an den Scheinwerfern. Wir erkennen es, wenn wir etwas genauer hingucken, an der Überarbeitung der gesamten Karosse, dass die Spaltmaße deutlich kleiner geworden sind. Aber wichtig für uns ist eben nicht nur, was ist neu, sondern für uns zumindest bei der G-Klasse auch ganz wichtig, was haben wir behalten. Weil die G-Klasse ist eben seit 39 Jahren zu einer Ikone geworden. Und deswegen haben wir auch viel Wert darauf gelegt, bestimmte Dinge beizubehalten. Wenn wir jetzt die außenliegenden Scharniere uns angucken, unser Türgriff, eins von drei Teilen, die wir gleichgelassen haben, was uns auch richtig wichtig ist, wir haben am Gewicht gearbeitet, knapp 170 Kilo leichter ist die G-Klasse geworden. Aber der Sound ist das, wie eine G-Klasse halt auch klingen muss. Dann habe ich mal eine Frage zu dem Thema Raum. Weil für mich war es so, als großer Mensch, die war eigentlich immer zu klein für mich. Da ist ja, glaube ich, innen doch ein bisschen gewachsen. Ja, sowohl in der Breite, das heißt Schulterbreite, als auch in dem Sitzverstellfeld. Von der 5% Frau bis zum 95% Mann bin ich mir sehr sicher, hier findet jeder Platz. Machen gleich mal eine Sitzprobe. Und hinten, ich glaube, da ist es noch am deutlichsten geworden. Wir haben in der Beinfreiheit um 15 cm zugelegt. Jetzt noch die Frage zu den Motoren. Was bietet ihr an aktuell? Ich meine, das ist jetzt die Top-Motorisierung. Was gibt es sonst noch so? Ja, wir haben aktuell zwei Motoren im Angebot. Den G500, den wir in Detroit gezeigt haben. Und jetzt den G63. Weitere Neuigkeiten folgen noch im Jahr, denke ich. Ja, dann setze ich mich jetzt noch mal rein und schaue mir mal das Interieur an. Jetzt sind wir hier in der G-Klasse und die erste gute Nachricht ist, ich passe rein. Das war bei der anderen nicht so richtig der Fall. Aber hier ist ja noch viel mehr passiert. Gunnar, was gibt's denn noch? Gut, wir haben das Cockpit oder das Interieur komplett überarbeitet. Wenn wir vorne erstmal uns das Cockpit angucken, ist es weiterhin ein strenger, monolithischer Kubus sozusagen, wie auch im heutigen G. Aber dann, wenn wir uns zum Beispiel hier die Instrumente ansehen, ein durchgängiges, großes, ja, zwei Displays in einem verbunden für den Fan klassischer Rundinstrumente, die gibt es auch noch. Ansonsten neue Sitze, ich hoffe auch sehr bequem, auf Wunsch oder optional auch mit Massagefunktion. Viel mehr Platz hier an der Schulter. Wir haben den Wählhebel nicht mehr in der Mitte, sondern haben Platz geschaffen für Ablagen. Ja, viele, viele Dinge entsprechend weiterentwickelt. Ja, das Schöne ist, immer noch eine richtige G-Klasse, aber deutlich moderner und vor allen Dingen viel bequemer. In nicht so ferner Zukunft soll es kein normal, also mit Benzin angetriebenen Smart mehr geben, sondern nur noch rein elektrische. Und neben mir steht jetzt Frau Annette Winkler, unsere Smart-Chefin. Und ich sehe hier einen Smart Electric, ein 4-2. EQ. EQ, das ist das Neue. Aber wunderschönes Blau, was kann der noch?
Ja, also zum einen bieten wir ihn jetzt an mit dem 22 kW Schnelllader. Das ist natürlich eine ganz tolle Funktion, wenn man sich vorstellt, dass man jetzt von 10% auf 80% Ladekapazität in weniger als 40 Minuten kommt. Heißt, mit so einem Schnelllader, einmal eingesteckt, Viertelstunde nachgeladen, komme ich schon wieder ein richtig großes Stück weiter. Heißt, diese letzte Angst, die praktisch sowieso gar keiner hatte, weil bei unseren Kunden ja alle nur kurze Distanzen fahren, die ist jetzt auch noch weg. Das Zweite ist, EQ steht ja nun mal für elektrische Intelligenz, hat ganz viel was mit Connectivity zu tun, mit digitalen Services zu tun. Deswegen haben wir jetzt mit diesem EQ eine App entwickelt, mit der man das Auto zunächst mal vorklimatisieren kann, schauen kann, auch aus Distanz, wie hoch ist es geladen noch, etc. Ich kann zum Zweiten, kriege ich aber auch sehr intelligente, sehr nette kleine Nachrichten. Also zum Beispiel, oh, es hat gerade angefangen zu regnen, mach doch mal dein Cabrio-Dach zu, wenn man das vergessen hat, sehr nützlich. Und zum Dritten haben wir Zugang zu den Smart Services, auch über diese App. Und dazu noch ein letzter Satz, nämlich mit dem EQ launchen wir jetzt auch den Service Ready to Share. Heißt, Sie können den Smart mit Ihrer Familie, mit Freunden, vielleicht aber auch in einem kleinen Unternehmen für 50 Kollegen einfach teilen. Und das ist natürlich ein unglaublich komfortabler Service, der sicher unserem EQ noch mehr Erfolg bringen wird. Das heißt also, der Smart bleibt der kleine, nette Stadtflitzer, nur jetzt noch mal moderner und vor allen Dingen noch intelligenter. Mercedes hat die C-Klasse überarbeitet. Wir stehen jetzt hier vor der Modellpflege und der Philipp Deppe steht neben mir vom MB Passion Block. Und wie wir wissen, kennt Philipp sich super aus. Und meine Frage ist ganz klar, C-Klasse, Überarbeitung. Was ist denn da draußen passiert, so Exterieurdesign? Draußen ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Vordergründig würde ich erstmal sagen, haben wir den neuen Scheinwerfer vorne und hinten die Rückleuchten sind neu. Das ist so das Markanteste. Und so ein bisschen Bodywork vorne an der Frontschürze. AMG-Line jetzt mit Diamantgrill. Okay, und wenn wir jetzt ins Auto reingucken, das sieht schon ein bisschen anders aus. Eigentlich im Interieur auch gar nicht so viele Änderungen. Auffälligste Neuerung ist das digitale Kombi-Instrument. Zwar noch in der Tubenoptik, kein Widescreen-Cockpit wie in anderen Baureihen, aber trotzdem jetzt voll digital. Und das große Mitteldisplay ist auch vergrößert worden. Und dann ist das sicherlich bei den Antrieben was passiert, weil da ist Mercedes doch aktuell ziemlich fleißig, oder? Ja, definitiv. Also Diesel ist die neueste Generation reingekommen. Geht jetzt mit dem C220D los, ein 2 Liter Diesel mit 194 PS. Und auf der Benzinseite haben wir aber auch einen neuen Motor mit EQ Boost, Riemengenerator, der halt nochmal so ein bisschen Power hinterher schiebt. Und es sind 1,5 Liter Benziner. Und wie sieht es aus beim Thema AMG, also Performance? AMG hat auch nachgelegt in Form von C43. Auch ein bisschen kleine Modifikationen, 390 PS jetzt und ansonsten auch nicht viel getan. Die Baureihe ist einfach zu gut. Also wir sehen, zwar nicht so viel passiert, aber dennoch ein bisschen und vor allen Dingen nach wie vor sehr gut, vor allen Dingen in dem Segment. So, Weltpremiere AMG GT, Viertürer. Neben mir Tobias Mörs, Chef von AMG, der weiß alles über das Auto. Was habt ihr hier gemacht? Was sind das für Leistungswerte, die ihr jetzt mit vier Türen auf die Straße bringt? Naja, das ganze Auto basiert eigentlich auf der E-Klasse. E-Klasse Kombi, um ehrlich zu sein. Und, wobei wir haben den ganzen Rohbau nochmal verändert, haben die Torsionssteifigkeit, solche Key-Figures, solche Key-Daten, die wichtig sind, um Performance aus dem Auto rauszuholen, nochmal verändert. Einfach nochmal deutlich nach oben gebracht. In dem Auto hier haben wir den 8-Zylinder, den 4-Liter, jetzt mit knapp 640 PS. Ja. Das Allradsystem, was wir schon aus dem E63 kennen, ein bisschen verändert. Eine neue Hinterachse entwickelt, eine neue Vorderachse entwickelt. Fahrleistung und Fahrdynamik aus dem Zweitürer GT in dieses Segment transportiert und dabei noch aufgepasst, dass wir hinten Kupffreiheit haben, dass wir ein neues Bediensystem etablieren mit Displays. Also man kann mit dem Auto einfach alles machen.
Jetzt habe ich gesehen, innen habt ihr ja gerade am Lenkrad neue Bedienelemente. Was könnt ihr denn jetzt? Naja, über die Bedienelemente kann man seine Features frei programmieren quasi. Ne? Man kann die Funktionen ändern und die Funktionen dann verändern. Ja? Ich glaube, wir sind da sehr innovativ und bis jetzt hat das eigentlich so noch keiner auf dem Markt. Das sind Displays. Also für mich eindeutig der aktuell schönste E-Klasse-Kombi auf dem Markt. Das war's hier vom Stand von Mercedes-Benz vom Genfer Autosalon 2018. Und Mercedes hat wirklich richtig viele Neuheiten gezeigt. Eine steht hier, das ist die modernisierte C-Klasse, ein wirklich wichtiges Auto für die Marke. Aber mein Highlight ist ganz klar da hinten. Das ist nämlich der neue viertürige AMG GT.